Der Kilian Braun, 27, ein Mann, der das Extreme sucht und liebt. Im Bündnerland, im Pampark, bereitet er sich auf seine nächsten Abenteuer vor. Ja, dieser Track in Silsdom-Lesch ist natürlich weltweit einzigartig, wo für mich natürlich ein sehr gutes Training sind für die Beine, aber auch für Koordination und Balance. Aber wirklich nach so ein paar Runden darauf fahren, merkt man es schon in den Beinen. La Plagne, Frankreich. Die Bobbahn ist blanker Beton. Es ist der Ort, wo der Kilian Braun seine neueste Extremsportart macht. Mit den Inlineskates die Bobbahn ab. Wenn man natürlich oben steht, dann denkt man so, wow, shit, kann man da wirklich runterfahren? Und dann, wenn man mal losgefahren ist, ist das wie... wird man immer wie schneller und wie krasser, aber man muss dann auch ein bisschen aufpassen, dass man das Ganze unter Kontrolle hält. Es sind natürlich schon extreme Kräfte, die dort auf einem wirken. Zum Teil der Kurve wird man eigentlich doppelt so schwer und dann braucht es gut trainierte Beine, die das Gewicht einfach mal heben. Das ist für einen, also ja, ich denke, für einen Laien ist es nicht gerade etwas, aber ich trainiere dafür viel und darum mag ich es auch heben. Für die, die sich das schwer vorstellen können, das ist etwa wie Achterbahn fahren, einfach halt ungesichert. Ja, bis jetzt hat es mich erst einmal hingelegt in diesem Sport, ganz in meinem ersten Rennen. Eine recht uncoole Erfahrung gewesen. Mein Vödel hat nachher diverse Farben gehabt. Und genau weil es ihm gleich war, hat er weitergemacht und die Rennserie dieses Jahr gewonnen. Der Kilian Braun darf sich also stolz den schnellsten Inliner in der Bobbahn weltweit nennen. So geht er mit einem guten Gefühl in die Vorbereitung für seinen eigentlichen Sport. Ice Cross Downhill, tausende von Leuten, spektakuläre Bilder. So ist der Extremsport im Winter. Und der Luzerner verratet gerade noch das Gerücht umgeht, dass genau so ein Rennen der Winter könnte in der Zentralschweiz sein. Was wird sein, das kann ich nicht sagen. Man hört hier und da immer wieder ein bisschen dort und dort soll es sein, aber darauf verlassen kann man sich nicht. Es wäre natürlich schön, vor heimischem Publikum zu fahren, aber es gibt dann natürlich auch einen Druck, der dort aufgebaut wird, wenn es dann daheim ist. Zuerst aber heisst es jetzt noch trainieren und die Form aufbauen für den Winter. Schliesslich will der Kilian Braun bereit sein, zum allenfalls seinem Heimpublikum dann eine grosse Show zu bieten.